Der gestrige Handelstag an der Wall Street folgte offenkundig dem Motto: Lass uns nochmal das Jahr 2023 spielen. Also KI-Euphorie. Nvidia bringt Chips für die breite Masse, also praktisch in PCs, und der ist dementsprechend massiv gestiegen. Diese Aussage, diese Hoffnung, dass jetzt KI praktisch ein Massenphänomen wird, dass Nvidia dann 5 Milliarden neue Chips verkaufen kann, die hat dazu geführt, dass Nvidia den Gesamtmarkt nach oben gezogen hat. All das war nicht wirklich Zufall. Wir hatten positive Divergenzen nach der Schwäche Anfang des Jahres und so haben wir eine Gegenbewegung gesehen, die letztendlich nochmal das zelebriert, was 2023 war. Also Big Tech steigt, vor allem die Chipwerte wie Nvidia steigen. Ob das nachhaltig ist, naja, schauen wir mal. Wir können durchaus im S&P 500 nochmal ein Allzeithoch machen, aber dann wird es eng, denn ein entscheidender Faktor ist die Fed und die signalisiert immer klarer, dass es mit den Zinssenkungen nicht so weit kommen dürfte, wie die Märkte erwarten. Da müssen dann die Märkte wahrscheinlich diese Erwartung zurücknehmen, die aber schon längst eingepreist ist. Schauen wir uns die Gemengelage mal an. Hier sehen wir das, was gestern passiert ist, vor allem Big Tech natürlich im Plus, Apple überverkauft gewesen, dann eine Rallye von 2,4%, Nvidia über 6%, Calls hier eine starke Rolle gespielt, Call Volume bei Nvidia einer der höchsten Werte in den letzten Jahren, aber auch Google, Amazon und Co. sind gestiegen, weil man eben sagt, okay, wir wollen jetzt die Chips für Personal Computer zur Verfügung stellen, da kann man dann ein bisschen schneller bestimmte Sachen machen, würde damit konkurrieren mit Intel und AMD. Ob das wirklich so der Gamechanger ist, wage ich mal zu bezweifeln, zumal man wohl in China Probleme kriegt, weil die Chinesen sagen, eure abgespeckten Chips, die wollen wir nicht mehr haben. However, wer hat es gewusst? Nancy Pelosi hat es gewusst, die ehemalige Führerin der Demokraten im Abgeordnetenhaus, wenn ich das richtig erinnere. Die hatte Ende Dezember oder ja 22. Dezember für 5 Millionen Dollar Nvidia Calls gekauft. Eine der besten Traderinnen, wahrscheinlich mit Insider-Informationen versehen. Aber das nur nebenbei, die Magnificent Seven gestern mit dieser starken Rallye. Nachdem es ja vor allem am 2. Januar ziemlich deutlich nach unten gegangen war, angeführt von Apple, diese zwei Abstufungen haben dann die großen Tech-Werte nach unten gebracht, dann ging es die nächsten Tage auch noch so ein bisschen nach unten und jetzt eben dieser Rallye, getrieben hier vor allem durch Zero-DTE-Optionen. Wir sehen, dass hier gestern den ganzen Tag praktisch diese Zero-DTE-Calls gekauft wurden, dann müssen die Market Maker sich hedgen, müssen also das Underlying kaufen, müssen eine Nvidia kaufen, müssen eine Apple physisch kaufen etc. etc. Und so hast du dann diese Bewegung, die, wie gesagt, wenn sie hier links mal in diesem Chart, da sehen wir oben den RSI mit einer positiven Divergenz, überverkauft, sind unter der 30er Marke, haben hier so eine fallende bullische Wedge und dann kommt eine solche Bewegung, die natürlich in der Impulsivität doch sehr, sehr stark war. Dementsprechend werden heute nicht mehr die Bäume wohl in den Himmel wachsen. Das sehen wir hier, hier mal der S&P 500. Oben im RSI sind wir schon fast wieder im Bereich 80. Dass da jetzt nicht nochmal so eine Bewegung wie gestern kommt, halte ich für relativ wahrscheinlich. Mal sehen, ob wir heute ein bisschen auskonsolidieren. Die Märkte warten ja auf das, was vor allem am Donnerstag kommt mit den US-Inflationsdaten. Unterdessen haben wir jetzt in den USA gestern Microchip gehabt, ganz schwach. Die Aktie dann auch deutlich unter Druck. Man spricht hier von einem sich verschlechternden wirtschaftlichen Umfeld, worunter man leide. Wir haben heute Nacht die Zahlen von Samsung gesehen. Wieder schwach, deutlich schwächer als erwartet, was die Profite betrifft. Auf der anderen Seite sehen, das hat in Südkorea belastet. Das ist ja der große Wert, vor allem in Südkorea, oder der große Handyhersteller noch vor Apple. Dann haben wir Nikkei, ist jetzt nochmal gestiegen, hier auf den höchsten Stand
seit einiger Zeit, seit der Bubble-Ära in den 1990er Jahren. Und das, obwohl der Yen heute stärker geworden ist, weil die Bank of Japan etwas weniger Anleihen kauft und sozusagen das Quantitative Easing offenkundig ein bisschen zurückfahren will. Und zurückfahren ist auch das, was die Märkte bei der Fed erwarten. 5,5 Zinssenkungen sind Stand gestern eingepreist. Jetzt aber Äußerungen etwa von Logan, die sagt, Dallas Fed-Chefin, also ich würde jetzt einen weiteren Zinsschritt nach oben nicht ausschließen. Zweitens, wenn die Financial Conditions sich weiter lockern, dann wird das Inflationsrisiko wieder größer. Aber auch eben, man beginnt vielleicht zu diskutieren, ob die Bilanzreduzierung ein bisschen verlangsamt wird. Bostic von der Fed hat gestern gesagt, also ich erwarte etwa 2 Zinssenkungen und die erste Zinssenkung im 3. Quartal, das wäre konträr zu den Märkten, die ja schon ab März eine Zinssenkung erwarten. Hier sehen wir das mal unten in diesem Tool, 66,3% Erwartung, dass die Zinsen im März von der Fed gesenkt werden, ist ein bisschen runtergekommen. Kürzlich waren wir noch bei 75%. Also die Märkte haben das so ein bisschen zurückgeschraubt, hat aber die gestrige Rallye nicht verhindert. 30% jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass hier die Zinsen auch im März nicht sinken. Bostic, also ja, 2 Zinssenkungen habe ich auf dem Programm und die erste im 3. Quartal. Das würde die Märkte wahrscheinlich schwer enttäuschen. Aber wir haben gesehen, die Financial Conditions haben sich deutlich gelockert, nachdem Jerome Powell angedeutet hat, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen. Was passiert? Die Nachfrage steigt sofort wieder, die Kreditnachfrage steigt massiv, die Leute konsumieren wieder massiv, weil sie sagen, naja, die Zinsen werden ja sinken, ist doch gut, dann können wir uns das auch leisten. Credit Card Debt 19,133 Milliarden Dollar gestiegen, hier, das sind die Novemberzahlen, die jetzt kürzlich oder in der Nacht der deutschen Zeit veröffentlicht wurden. Das ist der zweitgrößte monatliche Anstieg ever, den man hier verzeichnen kann. Insgesamt jetzt über 1 Billion an Kreditkartenschulden. Die Amerikaner, hier sehen wir mal, wie stark das hier gestiegen ist. Das ist der stärkste Anstieg eben, wie gesagt, seit dem Jahr 2022. In 2023 ging das ja nicht mehr so weiter, diese Party. Aber jetzt ist wieder große Party angesagt, sodass die Gesamt-Consumer-Schulden die Marke von 5 Billionen Dollar jetzt überboten hat. Da sind vor allem natürlich Immobilienkredite mit dabei, aber über 5 Billionen Dollar, wir sehen, wie stark das hier angestiegen ist. Also das Ganze ist natürlich auf Pump gebaut, aber die Fed ist eben jetzt im Risiko, dass wenn sie es zulässt, dass die Financial Conditions sich weiter lockern durch fallende Anleiherenditen, durch steigende Aktienkurse, dass dann wieder Nachfrage entsteht und dann entsteht wieder Inflation. Logan von der Fed hat das genau auf den Punkt gebracht. Und wenn du jetzt dann diese gestiegenen Zinsen gesehen hast, dann werden manche, die schwächsten Glieder in der Kette, kommen in Probleme. Jetzt bereiten sich die Banken, die ja ab Ende der Woche, ab Freitag, berichten werden. Offenkundig müssen die dann die Rückstellungen für schlechte Kredite deutlich erhöhen. Die großen Banken können das verkraften. Die sind inzwischen in einer deutlich besseren Position. Die kleinen Banken sind das Problem. Da sind auch deutlich mehr faule Kredite letztendlich gelagert. Das wird interessant zu sehen sein, wie wir dann am Freitag reinkommen. Insgesamt, wenn wir nochmal auf den Aktienmarkt kommen, sehen wir hier den S&P 500. Wir sehen hier diese Bewegung, haben vielleicht jetzt die Viererwelle nach unten gesehen, sehen jetzt nochmal die Fünferwelle nach oben, machen vielleicht sogar beim S&P 500 nochmal ein neues Allzeithoch über der 4800er Marke, bevor dann eine wahrscheinlich deftigere Korrektur kommt, weil eben die Märkte viel zu weit vorausgelaufen sind im Vergleich zu den Aussagen der Fed. Man erwartet also Wunderdinge, die wahrscheinlich nicht passieren werden. Wunderdinge erwartet man sich auch von Bitcoin. Heute oder morgen wird wahrscheinlich die Genehmigung kommen. So sieht es aus für diese Bitcoin Spot ETFs. Jetzt bin ich nochmal nachdenklich geworden, weil Jim Cramer gesagt haben, dass Bitcoin jetzt top austoppt. Und genug sei genug, also dann wird Bitcoin wahrscheinlich nochmal steigen, wahrscheinlich um nochmal Gelder anzuziehen, die dann in dieses ETF fließen können. Aber das wird interessant sein zu sehen, wie wird der Kurs reagieren. Ich meine, dass nach einer sehr überschaubaren Zeit vielleicht nochmal wir neue Zwischenverlaufshoch sehen bei Bitcoin und dann einen Abverkauf erleben werden. Mal sehen, wenn wir jetzt nochmal geopolitisch uns hier beschäftigen.
The war in Gaza may widen. Biden administration is getting ready for it, titelte Politico. Also man bereitet sich vor, dass dieser Nahostkrieg sich ausweitet. Gestern ja die Tötung des Schwagers von Nasrallah, eines wichtigen Hezbollah-Führers. Jetzt werden die Pläne offenkundig konkreter, jetzt gegen die Houthis zurückzuschlagen, denn es ist letztendlich so, dass natürlich diese Geschichte im Roten Meer hochgradig inflationär ist, die Kosten hoch treibt an allen Fronten und eines der Opfer auch oder eines der Länder, die damit Probleme hat, ist auch China, denn jetzt steht ja das Neujahrsfest an ab 10. Februar, dann ist erstmal ziemlich lange Ferien in China, also versucht man vorher noch alles zu produzieren und nach Europa und USA zu schicken, was man halt produzieren kann. Jetzt angesichts dieser Lage im Roten Meer wird das viel, viel teurer. Xi Jinping jetzt hat gesagt, es wird keine Gnade geben im Kampf gegen die Korruption, hat jetzt weitere Sektoren benannt, Finanzen, Energie, Pharma und der Infrastruktur, will also da durchgreifen, auch bei staatlich kontrollierten Firmen oder bei Firmen im Staatsbesitz. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Säuberungswelle sich intensivieren wird und das wiederum bedeutet eine weitere Schwächung der Wirtschaft, denn die Beamten trauen sich nichts mehr zu entscheiden, weil sie fürchten dann sofort irgendwie aus irgendwelchen Gründen der Korruption angeklagt zu werden. Das haben wir schon jetzt immer wieder gesehen, das haben wir in Wuhan gesehen. Da hat keiner was gemacht, weil er sagte, besser mache ich gar nichts, als dass ich was falsch machen könnte. Und das ist ein schlechtes Zeichen für Chinas Wirtschaft. Die Schweizer, unsere Nachbarn, oder? Die haben ja ein Problem mit dem Franken, der stark aufgewertet hat. Jetzt sehen wir, die SNB hat wieder einen Verlust gemacht. Diesmal nicht schlimm, nur 3 Milliarden Franken, oder? Aber es war natürlich in 2022 eine ziemliche Katastrophe. Man leidet unter der Frankenstärke. Wird vielleicht bald am Devisenmarkt agieren, kann aber jetzt auf jeden Fall den Kantonen kein Geld ausschütten, das hören die ungerne. Und wenn wir nach Germany kommen, dann sehen wir wieder miserable Zahlen zur Industrieproduktion aus Deutschland, minus 0,7% zum Vormonat statt einem leichten Plus erwartet und fast 5% Minus zum Vorjahresmonat. Niedrigster Stand seit Juli 2020, also als im Prinzip Lockdown war, als alles zu war, das zeigt, wie desaströs die Lage vor allem im produzierenden Gewerbe ist. Und nach einer Forsa-Umfrage rechnen nur 27% damit oder teilen 27% der Bevölkerung die Ansicht, dass der Staat in der Lage sei, seine Aufgaben zu erfüllen. Die Leute merken, irgendwie läuft es nicht so richtig hier in Deutschland. Sie selber werden immer mehr belastet durch Steuern, durch Abgaben, durch Energiekosten. Die Regierung, so der Eindruck, kümmert sich um alles, nur nicht um die Leute. Wir haben mal eben 17 Milliarden für die Ukraine, aber wer sein Leben lang gearbeitet hat, der kommt dann mit einem Gnadenbrot von vielleicht mal 1000 Euro in der Rente davon. Das sind alles Dinge, die den Leuten auf die Nerven gehen. Und ich glaube, die Bauernproteste gehen ja über das hinaus, was nur die Bauern betrifft. Sondern das ist eben dieses Unwohlsein, dass man seitens der Bevölkerung vielleicht nicht ganz zu Unrecht das Gefühl hat, die kümmern sich um die Weltrettung, wir retten das Klima, ihr bezahlt, ihr habt dann die Rechnung zu bezahlen. Die eigenen Leute lässt man irgendwie im Stich. Das ist dieses Unwohlsein, was sich, glaube ich, in solchen Umfragen hier auch manifestiert. Selbst die Beamten sagen, wir sind hier überfordert, wir sollen immer mehr machen, weil eben die Auflagen auch immer größer werden. Das bringt so ein bisschen die Dramatik der Lage auf den Punkt. Wir bräuchten eigentlich mal wieder so einen Ruck, der durchs Land geht. Momentan ist kein positiver Ruck erkennbar, sondern erstmal sozusagen die, wie soll man sagen, diese Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation, die in die falsche Richtung läuft, wie die allermeisten Leute glauben. Und so braucht es vielleicht mal einen Knall, dass diese Ampelregierung ja vielleicht einfach mal sich auflöst, wir Neuwahlen haben und die Leute dann nochmal die Möglichkeit haben, vielleicht sich zu entscheiden, was sie wirklich wollen. Wir sehen hier, Bitcoin droht einen Rückschlag oder ist Jim Cramer wieder mal der perfekte Kontraindikator. Was da zu erwarten ist, welche Perspektiven in Sachen Bitcoin hier in den nächsten Tagen und Wochen hier lauern, das ist die erste Empfehlung. Und beim DAX geht es jetzt um eine wichtige Entscheidung. Steht die nächste Aufwärtswelle an? Was hier zu beachten ist, das erfahren Sie in diesem Artikel. Also zwei Artikel, meine Damen und Herren. Ich empfehle mich jetzt und sage Servus, ciao.